Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Never Awake. Das ist ein Twin-Stick-Shooter, in dem es darum geht, dieses Mädchen, das da gerade rumherfliegt, aus ihrem Koma zu befreien. Die ist nämlich gerade im Krankenhaus. Und ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen gespielt. Es gibt, glaube ich, so 80 Level. Ich habe davon jetzt so 30 gemacht. Und um euch erstmal zu zeigen, was man in diesem Spiel so machen kann, gehen wir mal in die allererste Stage, weil da kann ich es am einfachsten zeigen. In dem Spiel geht es darum, die Ängste und, keine Ahnung, Albträume und sowas von dem Madamchen quasi ausfindig zu machen und zu besiegen. Die wir hier spielen, das ist, glaube ich, nicht das Mädchen, das man da retten soll. Aber ihr seht schon, es ist halt einfach ein ganz normaler Twin-Stick-Shooter. Das heißt, man fliegt von links nach rechts, oh, durch die Welten durch, darf nicht allzu oft getroffen werden. Ihr seht unten links, wie viele Leben ich habe. Und dann kommen halt immer wieder Gegner auf einen zu, die man besiegen muss. Ganz normaler Twin-Stick-Shooter. Was vielleicht ein bisschen anders ist als bei anderen Twin-Stick-Shootern ist, dass man diese Seelen hier einsammeln muss, also diese komischen bunten Tränchen. Und davon muss man halt auf 100% kommen, damit man eine Stage abschließt. Heißt, es loopt. Hier sind wir im Loop 2 drin. Und ja, die Stages loopen halt so lange, bis man 100% von diesen Seelen voll hat. Das war für mich zumindest anders als bei anderen Twin-Stick-Shootern. Das ist schon mal so ein Alleinstellungsmerkmal. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber dahingestellt. Am Ende von jeder Stage kommt auch immer noch so eine kleine Story, die man lesen kann. Leider nur auf Englisch. Aber die so ein bisschen erklärt, warum das Mädchen im Koma ist und warum sie diese Ängste hat, die sie hat, etc. Ich habe jetzt nicht meine Special-Fähigkeit eingesetzt. Die ist nämlich auch noch ziemlich wichtig, möchte ich meinen. Die kann ich euch vielleicht mal im Hundepark zeigen. In diesem Spiel geht es nämlich eigentlich nicht darum, diese normalen Stages zu machen, sondern die Bosse. Die Bosse sind tatsächlich richtig, richtig gut. Deswegen habe ich auch schon so lange gespielt, weil ich die einfach richtig fantastulös fand. Ist so ein bisschen wie bei Cuphead, möchte ich meinen. Da sind ja die normalen Level auch nicht so richtig cool, aber die Bosse sind halt das Kernthema. Und ich bin hier gerade schon mal in das Menü gegangen. Hier seht ihr, man kann verschiedene Waffen auswählen und sich auch verbessern. Das ist so ein bisschen RPG-Style bzw. Roguelite-Style. Heißt, man kann hier seine Second-Waffe noch verändern, zum Beispiel in dieser Fähigkeit. Da wird man dann in alle Richtungen seine Feuer abschießen. Also, ihr versteht das schon. Und bei diesem Showerhead, den habe ich jetzt ausgerüstet, da ist man quasi wie so ein Maschinengewehr und kann auf den Gegner raufballern. Allerdings hat man da nur, wie ihr rechts seht, nur 312 Schuss. Heißt, sollte man nicht allzu viel verwenden, weil sonst ist auch deine Special-Fähigkeit weg. Und ansonsten gibt es noch Accessoires, die man sich freikaufen kann mit diesen Seelen, die man immer kriegt. Und die haben halt verschiedene Effekte. Und ja, so kann man sich sein Spielstil quasi selber zusammenwürfeln. Finde ich ganz cool. Wir gehen erstmal bei den Watchdog rein zum ersten Boss. Hallo. Den habe ich jetzt schon besiegt, das heißt, ich kenne den ein bisschen. Der ist trotzdem ein bisschen schwierig, aber ihr seht schon, vom Style her ist das richtig, richtig cool. Und ich finde halt cool, dass das mit diesen Seelen so ist, weil man dann nicht dazu gezwungen ist, wirklich permanent auf die Gegner raufzuballern. Dieser Attack ist so assig. Sondern man kann tatsächlich auch einfach ein bisschen auf Nummer safe gehen, dann musst du halt noch einen Loop weitergehen. Aber so kann man, so fördert das, verschiedene das war gemein, Spielstile. Und hier, das da, ist meine Special-Fähigkeit, die ich mit einer weiteren Taste aktivieren kann. Allerdings ist die, eher besser, ich bin richtig schlecht gegen den. Eher besser, wenn man nah dran steht. Oh, das ist so schlecht. Ich habe nur noch ein Leben, wenn er mich jetzt noch einmal trifft, dann bin ich einfach tot. Aber ich glaube, ich kriege jetzt ein Leben dazu. Ja, ich kriege sogar drei Leben dazu, weil ich eine nette Accessoire ausgerüstet habe. Bin ich toll, ey. Ich kriege nämlich, ich glaube, Leben dazu, wenn ich bei 66% der Seelen bin. Sonst hätte ich jetzt, glaube ich, verloren. Ich versuche jetzt mal, ohne noch einmal getroffen zu werden, den zu besiegen. Das war knappi. Damit ihr nicht denkt, ich bin ein vollkommener Pleb. Okay, haben wir geschafft. Oh ja, das Design von diesen Bossen, die sind auch immer wieder unterschiedlich. Das heißt, die sind nicht immer so wie der jetzt hier rechts unterwegs und machen irgendwas, sondern die können sich auch bewegen, etc. Wir können uns das ja auch einfach mal angucken bei dem nächsten Boss, den ich mich noch nicht kenne. Und da sollte es schon sehr viel schwieriger sein. Und ja, jede Welt hat ihr eigenes Design. Beim Dogpark geht es natürlich um Hunde. Heißt, da sind überall Hunde unterwegs. Im Quack Hospital, da sind halt Spritzen und sowas, die ganz viele verschiedene Fähigkeiten haben. Wir sind hier auch schon beim Endboss. Wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Den habe ich halt noch nie gemacht. Okay, wir sind in irgendeinem Mund drin, das ist ja schon mal eklig. Ah, es ist der Zahnarzt, der berühmt-berüchtigte. Das kann jetzt das werden. So, den kenne ich halt null. Heißt, ich werde garantiert verlieren. Das könnt ihr mir glauben. Das sieht aus wie eine Attacke. Okay, wir müssen seine komischen Augen angreifen. Hä? Was ein komischer Zahnarzt, dass er einfach drei Augen hat. Oh, aber der scheint... Wow! Okay, das war ja richtig assig. Und das hat gleich zwei Leben abgezogen. Okay, ich brauche ganz schnell... Ich bin schon tot. Das ging ja mega schnell. Wieso hat er zwei Leben abgezogen mit seiner Kacke? Am wichtigsten ist es tatsächlich, auf 66% zu kommen. So, diesmal habe ich auch gesehen, dass ich hier einschnübbeln wollte. Aber diesmal nicht. Diesmal putze ich meine Zähne. Weil das ist die Schwachstelle von jedem Zahnarzt, wenn du einfach deine Zähne putzt. Oh Gott, es ist halt auch wirklich dieses Geräusch. Dieses Geräusch, das man einfach kennt, wenn man beim Zahnarzt ist, wenn die da irgendwelche Löcher bohren wollen. Beziehungsweise du hast schon ein Loch und dann
bohren die da noch weitere Löcher oder so, keine Ahnung. Das machen Zahnärzte so. Oder was machen Zahnärzte? Oh, aber ich glaube, dieser sieht das ganz gut aus. Wenn jetzt nicht in seiner dritten Phase noch irgendeine okay, assige Scheiße kommt. Meistens sind... Oh, ich habe meine Special-Fähigkeit nicht mehr. Das ist ein bisschen schlecht. Aber meistens sind Bosse ja in der dritten Phase nochmal besonders aggressiv drauf. Ja, mach halt deinen komischen Scheiß. Dein komischer Mund kann mir gar nichts. Da fehlen ja 50 Milliarden Zähne. Okay, ich glaube... Nein, das sollte nicht sein. Was? Okay, wir müssen nochmal ein... Vielleicht zwei? Na, einer. Ein Auge sollte lang. Wenn wir ein Auge noch kriegen, dann sollten wir 100% sein und dann ist er auch tot. Ich weiß gar nicht, ob es bei dem Boss auch mehrere Loops gibt. Okay, aber das ging ja ganz gut beim zweiten Versuch. Coolio, wir haben den Dentist besiegt, Leute. Das muss auch schlimm sein, wenn man wirklich Angst vom Zahnarzt hat. Dann geht man da ja nie hin und dann werden die Zähne einfach immer schlechter. Also Leute, auch in Kinderjahren immer zum Zahnarzt gehen. Mindestens einmal im Jahr. Oh, hier seht ihr jetzt auch mal die Story. Was ein süßes Mädchen. Wer ist sie? Das sind auf jeden Fall nicht wir. Die kenne ich auch noch nicht, wer das sein soll. Komisch. Es fühlt sich so an, als wenn ich sie kennen würde. Richtig coole 3D-Animation immer bei den Zwischensequenzen. Bisher hatte man immer bei den Zwischensequenzen nur sie gesehen, also wie sie im Koma liegt. Und dann wurde immer noch gesagt, oh, sie ist immer noch nicht aufgewacht. Da ist sie genau. Das hat man sonst immer gesehen. Und da passiert einfach gar nichts. Da steht einfach immer nur, ja, sie ist immer noch am Schlafen. Ja. Das war das Einzige, was man sonst immer gesehen hatte. Oh, das klingt auch richtig eklig. Schoolmates können schon richtig assig sein. Mit Mobbing etc. Okay, ja komm. Wir gucken nochmal rein, was das für ein Thema ist bei den Schoolmates. Ob da jetzt tatsächlich Menschen sind. Also zumindest im Hintergrund. Okay, das sieht jetzt eher aus wie die Vorschule. Also in der Vorschule ging es ja schon scheiße, ja? Also ich weiß noch aus meiner Grundschule, dass wir da sehr oft gekämpft haben auf jeden Fall. Aber ansonsten war meine Grundschulzeit eigentlich ganz... cool. Also es war so freudiges Kämpfen, möchte ich sagen. Obwohl Kinder natürlich auch assig sein können. Aber I don't know. Also assiger waren die Leute tatsächlich auf dem Gymnasium bei mir. Auch nicht zu mir jetzt selber. Da war ich... Da bin ich ganz gut davon gekommen, dass ich nicht gemobbt wurde in meiner ganzen Schulzeit. Da bin ich auch recht happy drüber. Was sind das für komische Dinger hier? Aber ja. Ja, wir können ja mal darüber reden, was wir so für Ängste haben, Leute. Was habt ihr für Ängste? Schreibt es in die Kommentare. Ich... Oder über andere können wir auch reden. Ich habe zum Beispiel richtig viel Angst über zu Waffen. Also Pistolen und sowas. Oder geliebte Lebewesen zu verlieren. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Angst, die jeder irgendwie hat. Pistole aber im Allgemeinen, weil ich da auch als Kind mal mit dem Fahrrad von einem Geburtstag nach Hause gefahren bin. Und dann mir einfach irgendjemand ins Gesicht geschossen hat. Mit einer Waffe tatsächlich. Also nicht mit einer richtigen Pistole, aber so mit einer Software oder sowas. Da hat mein Herz richtig doll gepumpt natürlich. Und ich glaube, davon habe ich auch irgendwie was weggetragen. Aber ich war sehr, sehr uncool und seitdem habe ich richtig Angst vor Waffen. Und habe auch immer Angst, wenn ich irgendwie Leute sehe und die irgendwie an ihrer Hose rummachen, dass sie dann irgendwie eine Waffe rausholen und sowas. Und bin da immer ganz... komisch mit dabei und, keine Ahnung, kriege mal einen Herzsprung, wenn ich dann sehe, dass sie was aus ihrer Tasche holen. Aber meistens ist das dann einfach nur ihr Portemonnaie. Aber ja, da bin ich, glaube ich, ein bisschen weg. Weiß ich auch nicht. Ja, das ist so meine größte Angst, irgendwie eine Waffe und geliebte Menschen oder Lebewesen allgemein zu verlieren. Das war ganz, ganz schlimm, als ich meinen ersten Hund verloren habe. Da habe ich auch ganz, ganz lange geweint, etc. Ja, und Albträume weiß ich gar nicht. Den ersten, ich weiß noch meinen allerersten Albtraum. Oh, das hätte ich eben eigentlich erzählen können, als wir beim Dentist waren. Der geht nämlich darum, dass ich so nach unten gehe zu meinen Eltern und dann plötzlich meine ganzen Zähne ausfallen. Und ich glaube, das war tatsächlich mein Semikoma-Traum, weil mir als Kind meine Zähne gezogen werden mussten, weil die irgendwie vergammelt waren. Irgendeine Krankheit. Und ich glaube, während die da meine Zähne ziehen mussten, damit meine richtigen Zähne dann auch nicht alle vergammeln, da hatte ich dann diesen Traum, dass mir die ganzen Zähne ausfallen. Das war mein allererster Albtraum, an den ich mich überhaupt erinnere. Da war ich aber noch ganz, ganz klein. Ja. Yeah. Und sonst habe ich noch ganz oft so einen Albtraum, wo ein Wolf bzw. ein Werwolf mich verfolgt. Am Anfang ist es immer ganz, ganz kacke. Und am Anfang, als ich den Traum hatte, war das auch kacke. Aber je häufiger ich diesen Traum träume, desto luzider wird er tatsächlich. Das ist auch ganz, ganz komisch. Also luzid heißt ja, dass man dann erkennt, dass man gerade im Traum ist. Ja, und je häufiger ich jetzt diesen komischen Werwolf-Traum habe, wo der mich verfolgt, umso luzider wird er und umso cooler wird er dann auch, weil ich dann einfach bestimmen kann, was ich machen will. Und meistens besiege ich den dann einfach oder kämpfe richtig cool gegen den und dann wird das mein bester Traum. Auch ganz komisch. Also ein Albtraum, den ich sehr, sehr häufig hatte und wovon ich auch oft aufgewacht bin, wird immer mehr zum luziden Traum und zu so einem richtig coolen Traum. Finde ich schon witzig, dass mich anscheinend irgend so eine Urangst des Verfolgens oder sowas, keine Ahnung, wie man das deuten soll, zu einem coolen Traum verhilft. Kannst du mal aufhören damit?
Aber vor was hat sie denn hier Angst? Was soll das sein? Das ist ja, soll das ein Lehrer sein? Ein Lehrer, der sie mit Reißzwecken angegriffen hat oder was? Ich verstehe das nicht. Kann sie mal aufhören mit dieser komischen Attacke hier? Hat auch ein bisschen was von A Little Nightmares, ne? Von diesem Design her und so. Ich finde schon. Ist auf jeden Fall mega nice. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Ich glaube, es gibt sogar eine kostenlose Demo, wenn ihr da... Wow! Ey, was für eine assige Attacke. Wenn ihr da drauf Bock habt... Yo! Okay, das ist ja richtig cringe hier. Aber ich glaube, man muss schon so ein bisschen affin sein. Aber nicht so schwer. Für Twin Stick Shooter, damit man das Spiel auch mag. Es ist nicht allzu schwer. Wie gesagt, es gibt so ein, zwei Stages pro Welt, die schwerer sind. Also ich habe jetzt auch noch erst die Hälfte des Spiels quasi gemacht. Es kann sein, dass das später noch schwerer wird. Aber ja, ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich werde das auf garantiert noch zu Ende spielen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr davon noch mehr sehen wollt oder ob ihr nur die Bosse sehen wollt oder sowas. Obwohl es bei den normalen Stages auch ab und zu mal ganz coole Zwischenstages gibt. Stages. Im Spiel selber stand 80 Level und das wären ja jetzt nur 40 Level. Wir müssen ja auch irgendwie noch das Herz heil kriegen, nicht wahr? Ja, aber ich glaube, das wird lang, dass ihr einen kleinen Einblick in dieses Spiel bekommen habt. Ich finde es, wie gesagt, ganz cool. 20 Euro bei Steam. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.